seit Mittwoch eigentlich das Gleiche. Es ist ja auch eigentlich gar nicht lustig. Die Situation ist sehr ernst. So kann es nicht weitergehen. Die ÖVP, allen voran Sebastian Kurz, im Zentrum von Korruptionsermittlungen. Und ja, die Frage ist, wie die Grünen das sehen. Ich bin davon überzeugt, dass es eine neue Stadt braucht. Und dazu braucht es alle konstruktiven Kräfte, die für saubere Hände in der Politik arbeiten. Und da sind die Grünen natürlich ein wichtiger Gesprächspartner. Jetzt geht es einmal darum, Gespräche zu führen, wie es überhaupt weitergeht. Weil ich meine, was man schon sieht, ist, das ÖVP-Establishment hält an der Macht fest. Das ist alles, was sie wollen. Immer mehr wird bekannt überhaupt über die Denke, dass es überhaupt nicht um unser Land geht und die Zukunft dieses Landes, sondern eigentlich nur um den Job des Bundeskanzlers für den Sebastian Kurz. Das ist zu wenig. Und immer mehr Menschen kommen drauf, was das bedeutet, wie sie da verraten wurden. Jetzt ist wichtig, damit aufzuräumen, einen echten Neustart zu machen, für saubere Politik zu sorgen. Und jetzt ist der Zeitpunkt der Gespräche. Alles andere wird man sehen. Klar ist auch, dass der Nukleus des Neuen ein Stück weit Neos ist für das neue Österreich. Und was saubere Politik angeht, hoffentlich auch die Grünen. Das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, darüber zu sprechen, sondern einmal in Gespräche zu treten, wie es überhaupt weitergeht und vor allem, was wir brauchen in der Zukunft. Denn wir sind eine Vertrauenskrise. Die Leute, die Menschen müssen das Gefühl haben, der Politik vertrauen zu können, den Regierenden vertrauen zu können. Und das ist komplett zerbrochen in den vergangenen Tagen, ich würde ja sagen Monaten. Jetzt geht es darum, für Verlässlichkeit zu sorgen, aber ja, einmal nicht als erstes das Trennende zu suchen, sondern das Gemeinsame, wenn es darum geht, einen Neustart zu wagen. Gut, danke.